Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Asreiter und wir sind in Folge Nummer 1 von Shapes.io. Ja, heute auf dem Donnerstag die erste Folge und demnächst machen wir das so, dass das bei Oxygen Not Included im Wechsel immer mitläuft. Alles klar, wir starten die Folge nach dem Intro. Bis gleich. So, dann wollen wir mal loslegen. Es ist ja hier verlangt, Kreise zu bekommen und wir müssen groß denken, das darf ich nicht vergessen. Also schmeißen wir erstmal hier die hier raus. 4. Fließband. Wo ist der Haupt da, ne? So, läuft schon mal. Müssen wir ein bisschen rauszoomen, dann ist es besser. So passt's. So, dann sind wir schon mal unterwegs da für die 30 Stück da. Transportiert Items, Halter und Ziehung mehr zu platzieren. Geschwindigkeit so Items, Sekunde, Hotkey. Was ist das mit gemeint? Also, okay. Ja, okay, wir haben es geschafft. Jetzt kriegen wir als nächstes den Schneider dazu. Da können wir dann halbe machen, weil wir brauchen ja jetzt auch halbe. Das bedeutet, wir müssen neu bauen. Wir brauchen einen Schneider. Einmal hier. Machen wir den mal dahin. Ist das der richtige, den wir dann brauchen? Brauchen die linke Hälfte, ja, passt. Dann machen wir auf der rechten Hälfte den Mülleimer hin. Dann müssen wir hier auch nochmal das machen, auch schneiden. Und da kommt auch der Mülleimer hin. Dann passt das. Hier müssen wir jetzt ein bisschen Platz schaffen. Dann machen wir die Bahn einfach hier ein bisschen länger und schneiden dort und setzen da den Mülleimer hin. Dann ist das erstmal gut. Das war so verlangt. Die laufen da rein, 20 haben wir schon. Hier kommt dann auch noch ein Schneider hin. Da kommt der Mülleimer hin. Der kommt dahin. Der kommt dahin und der kommt dahin. Okay, Level 2 geschafft. Schauen wir mal, dass wir da weiterkommen. Okay, Upgrades freischalten. Viele deiner Formen können noch benutzt werden, wenn Upgrades freizuschalten, also stören deine alten Fabrik nicht. Den Upgrades-Tab findest du oben rechts im Bildschirm. Okay. Hier brauchen wir Kreise, ist klar, haben wir schon. Und jetzt brauchen wir untere Hälften. So, das ist jetzt hier gemeint, ne? Vierecke und drei Hälften. Was ist das nächste? Wir brauchen Vierecke, steht da. Lass uns ein Quadrat extrahieren, baue vier Extratoren, finden sie mit deinem Hub. Das ist dann so, dass ich jetzt diese baue. Vier Stück sollen wir bauen. Und Shift-Taste gedrückt halten. Und dann passt das, oder? So soll es sein. Gut, okay, die kommen ganz schnell da rein. Das ist das, was verlangt ist. Was haben wir jetzt hier noch? Brauchen die Halbkreise, die müssten wir schneiden. Können wir nicht. Wir machen erstmal, doch schneiden können wir ja, also Quatsch. Drehen können wir sie nicht. Aber warte mal, Kreise brauchen wir immer noch, ne? Wir haben aber 105 haben wir. Okay, dann können wir das auch so sein lassen erst. Passt schon. Das hat gut geklappt gerade. So, jetzt haben wir es wieder heiler. Jetzt kommen gleich die 70 da rein, dann haben wir das auch schon. So, ja, hier ist natürlich nicht groß gedacht, ne? Aber egal, jetzt erstmal. Verteiler, okay, ist auch klar. Kann man aus 2 in 1 machen, aus 1 in 2.
Nächster Level. Was sollen wir denn jetzt machen? Also wir brauchen diese Dinger hier. Das bedeutet... Wir drehen das Ding. Nehmen die Teile hier raus. Schneiden die einmal. Hoffen, dass die richtig da rausgeschnitten kommen. Wir brauchen die rechte Hälfte. Super. Ist jetzt auch egal. Braucht er das jetzt nicht? Okay, jetzt hat er das gemacht. Machen wir jetzt so rein und dann kommt die richtige Hälfte dabei, oder? So, jetzt haben wir hier aber nur das Problem, dass wir hier nicht rauskommen. Das bedeutet, wir machen mal hier weiter. Machen hier jetzt da die Autobahn. Ah ne, da lang. Und warte mal, wie wollen wir das jetzt machen? Einen Schneider brauchen wir noch. Geht das so? Reicht das so? Kann auch gleich da sein, ne? Ach, da oben sind auch noch zwei, okay. Ja, einfach da rein und da rein. Und machen den noch dahin. Dann geht er da rein, das passt. Kriegen hier noch einen hin. Dahin. Kriegen den dahin. Bauen dahin und dahin. Und kriegen vier von den Dingern hier hin. Ne, der war falsch. Kann weg. So, dann schneiden wir die Dinger, die kommen erstmal hier alle rein und zählen auf jeden Fall hoch. Sind auch zwei falsche drin, aber spielt ja keine Rolle. Weil das Upgrade ist verfügbar. Diese hier sind wir voll. Und jetzt brauchen wir einen Viertelkreis. Okay, da müsste man den Kreis noch mehr schneiden. Gut, da ist ein Level Up. Dann gibt es den Dreher, den Rotierer, so heißt das Ding. Wunderbar. Okay, kennen wir schon, haben wir. So, das heißt, wir müssen hier nochmal schneiden. Und dann rotieren wir den noch. Warum schneidet er jetzt gerade nicht? Sollte der jetzt nicht schneiden? Ach, der schneidet, ist klar. Hat gut geklappt, alles klar. Man muss noch ein bisschen mitdenken. Und wenn wir so machen, dann klappt das mit dem Schneiden auch. Jetzt schneidet er das Viertel da. Und kommt da wieder aufs Band, ne? Jetzt kriegen wir die auch dann so hin, wie wir sie haben wollen, wenn. Rotieren die hier einmal. Dann kommen die da schon an. Rotieren die auch nochmal. Dann kommen die auch an. Was brauchen wir noch? Viertel. Wir brauchen beides. Okay. Das heißt, wir rotieren. Okay, das war verkehrt. Jetzt liefern wir gleich direkt im Mülleimer. Wir müssen natürlich den Eimer rotieren, damit das klappt. Und okay, dann kommen sie da noch mehr rein. Wir wollen aber hier
doppelt drehen, damit die untere Hälfte kommt, die wir hierfür brauchen. Läuft, oder? Gut. Ja, 170 Stück von den Dingern werden da gebraucht. Hier die haben wir. Da sind noch 500, die wir brauchen. Da brauchen wir auch noch reichlich von. Das heißt, wir können das ganze Werk vergrößern. Ja. Machen wir mal hier rein, oder? Ich glaube, welche brauchen wir denn nochmal jetzt? Die Kreise sind schon voll. Wir brauchen die unteren Hälften. Das heißt, die müssen geschnitten werden. Das heißt, wir machen mal hier einen hin und da einen hin. Da, ja, hätte ich mal gerade die Shift-Taste gedrückt, dann wäre das schon passend gewesen. Wir wollen die drehen. In die richtige Richtung. Kann beides weg, weil beides falsch ist. Und Shift-Taste nicht gedrückt, ist auch klar. So. So passt es erstmal. Nur die Hälften, die wir da haben, die müssen erstmal weg. Die müssen wir hier drehen. Dann bringen wir die um die Ecke. Und dann führen wir die da zusammen. Ne? Dann funktioniert das da erstmal. Und den machen wir einen Mülleimer hin, weil den kriegt er jetzt nicht weg. Doch, ich hätte ihn hier lang bauen können. Okay, Level 5 ist abgeschlossen. Wir brauchen, können einen Tunnel bauen. Also den hier können wir nochmal wegnehmen. Können die so rausziehen. Und machen die einfach da rein. Jetzt brauchen wir die Viertel, die laufen aber schon. Die unteren laufen hier auch rein. Viertel haben wir auch. Sterne kommen woanders weg. Die waren hier unten, glaube ich, beim ersten Spiel. Sind die neu, die Karte, oder ist die Karte... Ah, da unten sind welche. Ist was näher? Hier, die sind vielleicht näher, oder? Oder die? Okay, machen wir ganz einfach. Neue Markierer. Okay, Markierer brauche ich jetzt gerade nicht. Wir machen jetzt hier erstmal die Dinger. Schmeißen wir da zwei zusammen. Ja, Schicht-Taste hätte Vorteile, ne? Machen wir den da rein. Und die da hin. Und das Fließband da lang. Und das Fließband. Genau, das wollten wir gerade nicht machen. Deswegen wollen wir mit der Shift-Taste arbeiten, ne? Da unten müssen wir hin, okay. Fließband da. Fließband da. Jetzt kommen die auch, das ist schon mal gut. Weil das war ja auch eine Anforderung hier, ne? Oder? Ja, 500 Stück davon kriegen wir schon. So, die laufen auch, hier sind noch Kreise, machen wir so,
machen wir. Ja, so. Ich glaube, so müsste es gehen, oder? Ach, da habe ich hier was falsch gebaut, ne? Naja, ist jetzt auch egal. Brauchen wir eigentlich gar nicht so viele. Komm, das ist hier schon mal falsch, das kann schon mal weg. Das kann weg. Das kann auch weg, das war alles Blödsinn hier jetzt gerade. Machen wir nochmal alles weg. So, die kommen da rein und werden jetzt hier reingeschnitten. Die müssen jetzt hier nicht so. Die müssen so, so, so und so. Werden dann gedreht. Ne, nochmal geschnitten. Ne, erst drehen. Werden geschnitten dann. Gedreht. Okay, warte mal. Ah, der war falsch. Den wollte ich haben. So. So. So und so und jetzt sind die alle so, bis auf den ersten da. Machen wir das auch noch mal, ja, vielleicht noch einmal mehr, ne? Dann kommen die auch wieder zusammen da rein und kommen dahin. Ist das so richtig oder waren das nur die ersten? Ich hoffe, das waren nur die ersten, sonst habe ich irgendwas hier falsch gemacht. Hier ist es richtig, ne? Okay. Ne, hier ist irgendwas falsch. Der dreht die rechts rum, der dreht die auch rechts rum. Ist das hier einmal zu viel gedreht oder was? Sehen wir dann. Schnippeln wir nochmal. Neuer Level, wir können jetzt werben. Aber wir sind erst noch hier mit beschäftigt. Und das funktioniert gerade nicht so richtig. Also hier müssen wir sowieso eindrehen. Und dann verbinden wir die erstmal und schicken die da rein. So. Jetzt haben wir hier den Malermeister. Den drehen wir mal. Ja, der ist jetzt ein bisschen doof zu positionieren, laut, ne, oder? Also hier passiert irgendwas falsch. Da wird nicht immer geschnitten, ne? Kann das sein? Warum schneidet er nicht immer? Hier kommt jetzt keiner. Der muss die doch jetzt so durchschneiden, oder? Verstehe ich das falsch? Sag mal, kann ich was umstellen? Nein, ne?
Nee, da passt was nicht. Wieso kommen die jetzt so? Ah, jetzt werden sie richtig geschnitten. Aber ich weiß nicht. Da schneiden die so. Muss ich meinen Kopf drehen, damit ich es verstehe? Eigentlich nicht, ne? Irgendwas ist hier komisch. Okay, wir haben hier auf jeden Fall zwei Sachen noch geschafft. Upgraden wir hier. Jetzt können wir da lila machen und hier können wir rechts die Vierecke machen. Die laufen aber hier schon mit rein, dann ist schon mal alles gut. Aber ich will mal sagen, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.